Hi, ich bin Philipp Wampfler und das ist die Gefahrenunterricht, ein Format, in dem ich über die Möglichkeiten des Fernunterrichts spreche. Und nächste Woche passiert was ganz Aufregendes. Ich werde einen ersten Vortrag wieder in einem Präsenzsetting halten können. Ich habe einen Vortrag vorbereitet und weil ich jetzt so ein bisschen vertraut bin mit dieser Möglichkeit, schnelle Internetvideos aufzunehmen, werde ich den Vortrag hier mal üben, jetzt hier so ansprechen für den YouTube-Kanal, dann kann ich auch Feedback bekommen und ich möchte es auch nutzen, um persönlichen Lernnetzwerk, wo ich jetzt viele Ideen hier habe, mal zu zeigen, was denn mit diesen Ideen jetzt passiert ist in der Zwischenzeit. Ich danke allen, die sich mit Vorschlägen und Ideen beteiligt haben. Ich konnte leider nicht ganz alle aufgreifen, aber fünf Beispiele kommen da vor. Und jetzt starte ich gleich. Das Thema des Vortrags ist, was ist digitale Didaktik? Natürlich ist es nicht ein absoluten Anspruch, den ich hier einlösen kann. Es gibt unterschiedliche Verständnisse von digitaler Didaktik. Es ist meine Vorstellung, was digitale Didaktik sein sollte, was sie sein könnte. Und da sieht man jetzt auch schon, wie Schülerinnen und Schüler in meinem Unterricht sich bewegen. Das habe ich auch schon gezeigt. Es ist nicht die Vorstellung, dass alle hinter einem Bildschirm verschwinden, sondern dass es eine menschliche Interaktion, Nachdenken, Lernen stattfinden kann unter Einbezug von digitalen Geräten. Ich werde dann auch gleich sagen, dass das etwas ist, was man postdigitale Didaktik eigentlich nennen könnte, schon, was ich jetzt hier vorstelle und das, dazu komme ich dann aber gleich. Zunächst möchte ich darauf eingehen, was Digitalisierung im Kontext der Schule bedeutet. Und zwar sind das eigentlich vier Prozesse, die nicht alle gleich sind. Also vielleicht muss ich ganz unten beginnen mit Digitalität. Digitalität meint einen Zustand, meint, dass wir es oft mit digitalen Artefakten, mit digitalen Handlungen zu tun haben, während Digitalisierung einen Prozess betont von etwas, was jetzt noch nicht so viel mit digitalen Medien zu tun hat, zu etwas, was mehr mit digitalen Medien zu tun hat. Und was dieser Prozess genau ist, da gibt es jetzt unterschiedliche Verständnisse davon. Das Erste ist zunächst einmal, dass jetzt, man sieht jetzt hier vielleicht hinter mir, da ist ein Beamer in diesem Schulzimmer. Dann bringen die Schülerinnen und Schüler Handys mit, dann bringen sie vielleicht auch Tablets und Laptops mit, dann gibt es vielleicht auch 3D-Drucker und andere Geräte, Roboter, die in den Schulzimmern sind. Zunächst meint es einfach mal, wir können jetzt mit einem überschaubaren Aufwand, sagen wir mal für die Schweiz, in Deutschland ist der Aufwand politisch gewollt noch unüberschaubar, aber das wird sich vielleicht auch noch ändern. Wir können Schulzimmer ausstatten mit digitalen Geräten, mit WLAN-Routern, mit Beamern, mit Interactive Whiteboards und so weiter. Und Digitalisierung meint zunächst einmal, okay, wie machen wir das und was machen wir dann, wenn die Geräte da sind? Das ist mal so eine ganz grundsätzliche Überlegung oder ein grundsätzliches Problem. Da meint es zweitens einen Leitmedienwechsel, also das Leitmedium der Zeit vor der dem, was man vielleicht auch Digitalisierung nennen könnte, also in Anführungs- und Schlusszeichen, ist das Buch, dass man sagen kann, wenn etwas wichtig ist, wenn es seriös ist, wenn es verlässlich ist, dann steht es in einem Buch drin. Deshalb habe ich in der Schule ganz lange gelernt, wie man Bücher liest, wie man mit Büchern umgeht, wie man Bücher in der Bibliothek findet, weil das das Leitmedium dieser Zeit war. Heute stehen die wichtigen Informationen nicht mehr in Büchern drin. Also wenn ich mich jetzt über die Ansteckungszahlen von Covid informieren möchte, dann kann ich mit Büchern nichts anfangen. Ich kann mich nicht auf gedruckte Informationen verlassen. Das Leitmedium sind digitale Daten, kann man sagen. Es ist, sind Daten, die im Netz sind, übers Internet verfügbar sind, abrufbar sind. Also wir können sagen, das Netz verstanden als die lesbaren Texte, die im Internet verknüpft sind. Diese, das Netz, das ist das Leitmedium. Und Digitalisierung meint dann, dass wir von einer Zeit, in der Bücher ganz wichtig waren,
in eine oder gedruckte Information in eine Zeit kommen, wo digital vorliegende Informationen ganz entscheidend sind. Also genauso wie wir heute sagen würden, unser Bankauszug. Früher ging man zur Bank, die hat dann irgendwas ausgedruckt und dann wusste man, so viel Geld ist auf meinem Konto. Das, was auf diesem Zettel stand, war der richtige Kontostand. Heute gehen wir ins Netz und schauen uns im E-Banking an, wie viel Geld auf dem Konto ist. Das ist das, was zählt. Was ausgedruckt ist, das ist egal. Also ich kann lange mit dem Zettel auf die Bank gehen und dann sagen die, ja, das interessiert uns nicht. Schau mal hier in den Bildschirm rein. Da steht, wie viel Geld auf deinem Konto ist. Es war früher anders. Also ich hatte auch noch so ein Sparbuch, wo dann jeweils Beträge eingeschrieben worden sind, die dann irgendeine Gültigkeit hatten. Dann meint Digitalisierung auch digitale Transformation. Was das bedeutet, ist, dass sich die Gesellschaft durch diesen Leitmedienwechsel verändert. Es ist nicht dasselbe wie der Leitmedienwechsel, sondern es sind dann eigentlich die gesellschaftlichen Konsequenzen. Also was bedeutet das für Hotels, wenn Menschen über Airbnb sich Wohnungen mieten können in einer Stadt? Was hat das für wirtschaftliche Konsequenzen? Was hat es für soziale Konsequenzen, wenn es ganz einfach möglich ist, übers Internet ein Zimmer aus einer Wohnung weiter zu vermieten an jemanden, den man dann aus dem Internet kennt? Was hat es für Bedeutungen, wenn man Dating, das Kennenlernen von Partnerinnen und Partnern übers Internet abwickeln kann, über entsprechende Plattformen? Das ist alles mit digitaler Transformation gemeint. Und das bedeutet natürlich auch für die Schule, was ist überhaupt die Aufgabe von Schule nach diesem Leitmedienwechsel? Worauf bereitet sie vor? Welche Kompetenzen sind wichtig? Was bedeutet es überhaupt, ein verantwortungsbewusstes Mitglied der Gesellschaft zu sein? Was muss man wissen? Was muss man können? Worüber muss man nachdenken? Und dann natürlich auch, dass sich die Prozesse, die in der Schule ablaufen, auch sozial verändert haben, dass gewisse Dinge was anderes bedeutet. Also nehmen wir mal diese Skip-Intro-Geschichte, die ich schon mal ausgeführt habe. Die Mediennutzung prägt die Menschen und wir sind uns also von Netflix, ja, wir erwarten bei Netflix, dass wir langwierige Intro-Sequenzen überspringen können. Das bedeutet, dass Jugendliche das auch in der Schule erwarten. Also die Erwartungen an so etwas wie die Schule, die verändern sich durch die digitale Transformation. Und da sind wir dann eigentlich schon fast bei der Kultur der Digitalität. Was damit gemeint ist, ist, dass die Frage, wie wir kulturell mit Bedeutungen umgehen, mit dem, was Menschen herstellen, wie Menschen kommunizieren, dass sich das in einem Zustand der Digitalität verändert hat, dass da eine neue Qualitäten vorkommen und was die Qualitäten genau sind, darauf werde ich dann noch später eingehen. Jetzt kommen wir zu einem ersten Beispiel. Es ist ein Beispiel 0, das Robert Plötz mir nicht vorgeschlagen hat. Er gehört nicht zu meinem persönlichen Lernnetzwerk, weil er nur auf Twitter ist, wenn er Werbung für einen Text machen möchte. Ich würde sagen, dass er viele Dinge nicht verstanden hat. Deshalb ist sowas wie ein Negativbeispiel. Und was er jetzt gesagt hat über digitale Medien in der Schule, das kann so als Folie dienen für das, was ich nicht meine. Und deshalb ist es auch das Beispiel 0 und nicht das Beispiel 1. So sieht Robert Plötz aus. Er hat am 21. Juni in der Süddeutschen Zeitung über Digitalisierung gesprochen. Und was er da sagt, ist, jetzt habe ich es übersprungen. Gut, dass ich diesen Probelauf mache. Das kann ich dann noch korrigieren. Das ist ja so in einer Kultur der Digitalität. Man kann alles nochmal überarbeiten. Also, was er hier sagt, die ideale Plattform für ein Angebot zum Volumenberechnung von Pyramiden. Was da schon mal auffällt, ist, in der Frage ist schon irgendwie vorgegeben, was denn Schülerinnen und Schüler lernen sollen. Und was Plötz sagt, ist schlicht und passend zum Lehrplan. Also, er bezieht sich völlig auf eine Buchkultur. Der Lehrplan ist ein Buch und da steht drin, was im Unterricht passiert. Und das hat irgendwie Autorität, das ist die Referenz. Und Volumenberechnung von Pyramiden, warum ist das wichtig? Weil es im Lehrplan steht. Also es gibt gar keine Aushandlung von Bedeutungen, es gibt gar keine gesellschaftliche. Also die Frage, ob man das können muss, eine Pyramide, das Volumen von einer Pyramide berechnen, das ist gar keine Frage, die sich hier stellt, sondern nur, was im Lehrplan steht, dann stehen da 3 Stunden sind vorgesehen, da muss man sie in 3 Stunden durcharbeiten können. Dann sagt plötzlich Einführung mit Text und Video, gute Aufgaben, Lösungen, Erläuterungen, interaktiver Test, fertig. Also irgendwie
Die Frage ist nur, wenn wir eine digitale Plattform verwenden, wie können wir das, was schon vorher im Unterricht passiert ist, auf dieser digitalen Plattform abwickeln? Also 3 Stunden im Schulzimmer, dann auch 3 Stunden auf dieser Plattform. Das ist die Plötzsche Vorstellung von digitalem Unterricht, digitaler Didaktik. Und das bedeutet dann letztlich, was ihn interessiert, ist nicht der Leitmedienwechsel, nicht die digitale Transformation, nicht die Kultur der Digitalität, sondern lediglich, wie kann ich jetzt mit digitalen Geräten im Schulzimmer, vielleicht muss man in seinem Fall sagen, auch außerhalb des Schulzimmers lernen, aber alles andere interessiert ihn nicht. Bei mir ist es ein bisschen anders. Mich interessiert viel stärker diese Kultur der Digitalität. Man sieht es jetzt hier leider auf der Folie nicht. Also es ist Felix Stall, der das Buch geschrieben hat. Das habe ich da noch drunter geschrieben von 2016. Die 3 Merkmale wurden schon oft erläutert. Ich gehe das jetzt ganz, ganz knapp durch. Im Vortrag mache ich es dann vielleicht ein bisschen länger. Kultur der Digitalität. Also noch einmal alles, was kulturell entsteht, hat, folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten und die sind, Texte verweisen auf andere Texte oder man kann vielleicht allgemein sagen, alles, was Artefakte in dieser Kultur entstehen, verweisen auf andere Artefakte. Das ist schon technisch so gegeben, dass sie sich über die Daten darauf beziehen, aber das ist dann auch inhaltlich so, dass man merkt, es ist eine Kultur des Remixes, also es ist nicht die Idee von Originalität, ich schaffe etwas, was es noch nicht gegeben hat, sondern ich mache mit bestehendem Material vielleicht was Neues oder ich kombiniere es ein bisschen anders. Das steckt da in diesem Gedanken der Referenzialität drin. Auch die Vorstellung von Links, also ich kann auf das verlinken. Ich kann jetzt unten auch bei diesem Video jeweils diese Links einfügen, die wichtig sind für meine Arbeit, wo ich die Informationen her habe. Und ihr könnt dann dort direkt beim Original nachschauen, ob das, was ich gesagt habe, auch wirklich stimmt. Das ist mit Referenzialität gemeint. Gemeinschaftlichkeit bedeutet, dass Menschen gemeinsam Kultur erschaffen, dass in einer Kultur der Digitalität die Idee, dass es sowas wie ein Genie gibt, eine Künstlerin oder ein Künstler, die aus sich selber schöpfen und ganz alleine etwas sich ausdenken und herstellen und fertig machen, die Idee verliert an Bedeutung, sondern die Idee ist, wir können so zusammenarbeiten, dass die Einzelperson sogar verschwindet. Also man kann an Wikipedia-Artikel denken, wo wir nicht sagen können, wer die geschrieben hat, weil es halt einfach ein Kollektiv ist, das da dahinter steht und das eine Community bildet. Und der letzte Punkt ist, da kann man auch bei Wikipedia einschalten, da laufen noch ganz viele Algorithmen hin und her, die sicherstellen, dass beispielsweise die Formatierungen dieser Artikel stimmen, dass die Verweise stimmen, dass beispielsweise, wenn es ein Artikel auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch, auf Chinesisch, auf Uigurisch gibt, dass die dann alle so miteinander verlinkt sind, dass man merkt, das beschäftigt sich jetzt mit dem gleichen Problem und nicht oder mit dem gleichen Artikel, mit dem gleichen Lemma und nicht mit unterschiedlichen. Und das leisten Algorithmen, das könnten auch Menschen machen, aber Algorithmen können das viel schneller, effizienter und besser. Und das prägt die ganze Kultur der Digitalität. Ja, jetzt hat es doch etwas länger gedauert. Das führt mich dann zu dieser Definition von digitaler Didaktik. Also was ich meine, ist eine Umgebung schaffen, in der Lernen mit digitalen Medien so möglich ist, dass Kompetenzen für eine Kultur der Digitalität erworben werden. Jetzt plötzlich macht das nicht. Also er schafft eine Umgebung, in der Lernen mit digitalen Medien möglich ist. Das tut er. Aber es geht nicht darum, Kompetenzen für eine Kultur der Digitalität zu erwerben, sondern es geht darum, das Volumen einer Pyramide zu berechnen. Warum man das tun sollte, spielt überhaupt keine Rolle. Das hat nichts mit Algorithmizität zu tun. Also es stellt sich nicht die Frage, kann vielleicht mein Handy das Volumen einer Pyramide berechnen und das braucht mich gar nicht. Das hat nichts mit Gemeinschaftlichkeit zu tun. Wie können wir das gemeinsam machen? Und es hat auch nichts mit Referenzialität zu tun. Das hat ja vielleicht schon jemand gemacht oder vielleicht gibt es ganz unterschiedliche Systeme. Nee, wir lernen das, als ob wir das zum ersten Mal machen würden und als ob das nach uns niemand mehr weiter machen wird. Das ist so die Grundidee. Deshalb nehme ich die Gegenposition zu Plötzsch ein. Also ich sage, was im Fokus digitaler Didaktik steht oder was interessant ist oder wichtig ist an diesen ganzen Prozessen, das sind die unteren 3 Punkte. Dass es Geräte in Schulzimmern gibt, ist
weder besonders interessant noch besonders folgenschwer, sondern was wirklich eigentlich entscheidend ist, ist der Leitmedienwechsel und die gesellschaftlichen und kulturellen Konsequenzen, die daraus entstehen. Und die kann man gesellschaftlich mit digitaler Transformation bezeichnen, kulturell mit Kultur der Digitalität. Das hängt alles zusammen. Das lässt sich jetzt nicht auseinanderdividieren, sondern das sind eigentlich unterschiedliche Hinsichten darauf. Aber die Geräte, das ist wie ein Sprung in der Kategorie. Das hat nichts mit Menschen und ihren Interaktionen und Gesellschaft zu tun, sondern das sind einfach Geräte. Das, was ich, dieser Ansatz nennt sich postdigital. Und ich würde sagen, ich denke postdigital über Schule nach, das, was ich hier präsentiere. Und Schule muss postdigital werden, und zwar sehr schnell. Was damit gemeint ist, das hat Felicitas McGilchrist sehr gut formuliert. Und zwar geht es darum, Digitalität nicht explizit als Digitalisierung zu thematisieren. Also wenn man jetzt eine schulische Weiterbildung macht und dann sagt, ja, jetzt müssen wir darüber nachdenken, was die Digitalisierung mit unserer Schule macht, dann ist es nicht postdigital, sondern man denkt über Transformation und Schulentwicklungsprozesse nach. Also man überlegt sich beispielsweise, wie können wir die Partizipation von Schülerinnen und Schülern am Schulleben verbessern, erhöhen, intensivieren. Und dann zeigt sich, okay, da gibt es zum Beispiel Projekt Aula, da gibt es eine digitale Plattform, die Partizipation steigert. Und ich benutze diese digitalen Medien nicht, weil ich über Digitalisierung nachdenke, sondern weil ich über Schulentwicklung nachdenke. Also ich habe im Vordergrund geht es nie um digitale Medien, aber im Hintergrund sind sie immer da. Und wenn ich merke, okay, das wäre jetzt wichtig, dass ich unsere Schule oder der Unterricht so entwickeln könnte, dann kann ich natürlich alle Möglichkeiten, die es digital gibt, mit einbeziehen. Und deshalb denke ich jetzt nicht zunächst darüber nach, wie muss ich ein Schulzimmer ausstatten, sondern ich denke zunächst darüber nach, was möchte ich überhaupt machen, und dann beantworten sich diese Ausstattungsfragen wie von selbst. Das wiederhole ich jetzt nochmal und möchte dann im Vortrag einfach zeigen, was daran jetzt postdigital ist, sage jetzt nichts mehr dazu. Entscheidend ist jetzt die Frage, was sind denn das für Kompetenzen? Also ja, das wollte ich auch schon festmachen, gut, dass ich es übe. Also jetzt steht hier, Kompetenzen für eine Kultur der Digitalität erworben werden. Und zwar mache ich es jetzt gleich, dann habe ich es schon mich daran erinnert. Ich färbe es jetzt noch ein, so ganz geschickt. Was sind denn das für Kompetenzen, die eine Rolle spielen? Und der Übergang jetzt total elegant. Das hat Jöran sehr gut formuliert. Also es sind diese 4K-Kompetenzen in der Mitte: Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration, Kommunikation. Jetzt sind das große Schlagworte und irgendwie können wir immer sagen, ja, das ist jetzt Kommunikation. Was ich jetzt mache, das ist Kommunikation natürlich. Und dann kann man ja mit Watzlawick sagen, man kann nicht kommunizieren und dann ist irgendwie alles Kommunikation. Also dann kann ich auch sagen, ja, wenn die Schülerinnen und Schüler von Plötz, wenn die das Volumen einer Pyramide berechnen, das ist auch total Kommunikation. Er kommuniziert mit ihnen, sie kommunizieren mit ihm, sie kommunizieren mit den Pyramiden. Aber das ist natürlich überhaupt nicht das, was gemeint ist mit den 4K. Deshalb, was Jörn jetzt sagt, ist, der entscheidende Punkt ist ganz oben. Also Schülerinnen und Schüler sollten lernen, neues denken zu können, selbst denken können, mit anderen zusammendenken können und das eigene Denken mitteilen. Und da merkt man schon, wenn jetzt auf einer Lernplattform vorgekaut wird, wie man eine Pyramide berechnet und dann wird getestet, ob es die Schülerinnen und Schüler können, dann haben sie nicht selbst gedacht und müssen auch nicht das eigene Denken mitteilen. Sie müssen auch nicht mit anderen zusammendenken und auch überhaupt nichts Neues denken. Es hat mit diesen 4K-Kompetenzen nichts zu tun, sondern es geht um das Volumen einer Pyramide. Dann ergänzt Jöran weitere Verben, nämlich nicht nur neues Denken, sondern auch neues Lernen, selber lernen, mit anderen zusammenlernen und eigenes Lernen mitteilen können und arbeiten. Und wenn wir jetzt so an diesen Zustand des Fernunterrichts denken, dann wäre es vielleicht ganz cool, wenn Schülerinnen und Schüler tatsächlich das alles könnten, das Arbeiten, Selbstarbeiten, mit anderen zusammenarbeiten und das mitteilen. Ich muss ja kurz schauen, ob das Video noch läuft und ich hoffe mal, dass es tatsächlich tut, sonst müsste ich das alles nochmal neu aufnehmen, aber wir machen mal weiter.
Ganz wichtig sind dann noch die drei Ps, die ich vielleicht noch einsetzen möchte in Bezug auf Stalder, dass ich dadurch, dass ich mit anderen zusammenarbeite und aber auch oder mit anderen Menschen verbunden bin, aber auch weiß, wie Wahrnehmung und Denken überhaupt funktionieren, dass ich da merke, okay, ich bin positioniert so in einem bestimmten Netzwerk. Also ich bin jetzt Lehrer und Dozent und ich bin viel im Netz unterwegs und ich halte Vorträge. Das beeinflusst meine Positionalität. Also ich denke über bestimmte Dinge so nach, weil ich Deutsch unterrichte. Das merkt man vielleicht im Vortrag auch. Wenn ich jetzt ein Chemielehrer wäre, würde ich da vielleicht Dinge ganz anders sagen. Das hat mit meiner Perspektive zu tun, auch mit meiner Positionalität. Und ich habe ein persönliches Lernnetzwerk, das ich jetzt auch aktiviert habe in der Vorbereitung dieses Vortrags. Und das sind natürlich Dinge, die Schülerinnen und Schüler auch lernen sollten in diesen 4Ks drin. Also erstens so ein Lernnetzwerk aufbauen, merken, von wem kann ich lernen, mit wem kann ich zusammenlernen, wie kann ich mit anderen Menschen zusammenlernen und dann auch verstehen, okay, ich bin darin aber positioniert, also ich habe eine bestimmte Sichtweise, weil ich bestimmte Beziehungen pflege und ich kann nicht, also was ja dieses alte weiße Männerproblem ist, um das vielleicht noch als Klammerbemerkung einzufügen, das Problem der alten weißen Männer ist, sie merken nicht, dass sie alte weiße, oder sie haben es nicht bemerkt, bevor sie ihnen nicht andere Leute gesagt haben und haben gedacht, so wie ich die Welt sehe, so ist die Welt, objektiv so. Und das ist natürlich genau der Fehler, wenn das dann die Menschen sind, die den Erklärbär in den Zeitungen und im Fernsehen geben können, dass sie denken, okay, ich weiß, wie die Welt ist, weil ich sehe sie richtig, alle anderen sehen sie verzerrt. Aber die Pointe ist, alle sehen sie verzerrt und wir brauchen ganz viele Perspektiven. Wir brauchen, die alten weißen Männer brauchen wir schon auch, aber einfach mit ihren Begrenzungen und ihren Perspektiven, also wir können Sie nicht fragen, wie ist die Welt, Herr alter weißer Mann, sondern wir können Sie fragen, wie sieht die Welt für alte weiße Männer aus? Können Sie uns darüber was sagen? Und darüber können Sie sehr gut was sagen, genauso wie junge nicht weiße Frauen sagen können, wie die Welt für junge nicht weiße Frauen aussieht und welche Erfahrungen sie gemacht haben und sie Experten und Experten dafür sind. Gut, das war eine Klammerbemerkung. Also wir alle haben eine Position, wir haben eine Perspektive und wir haben Lernnetzwerke. Jetzt kommen die guten Beispiele. Die Beispiele, wo ich denke, das geht jetzt dabei wirklich um eine Kultur der Digitalität. Es geht um das, was ich unter digitaler Didaktik verstehe. Ich habe das erste, das sind jetzt Tweets, die mir geschickt worden sind von Verena und von Ulrike. Also Geschichte, 9. und 10. Klasse, gestalte dein eigenes Geschichtsbuch, indem du deine Familie befragst, was sie zu bestimmten Ereignissen BRD, DDR erinnern oder erzählt bekommen. Also ich nehme mal sowas wie 1986, würde ich jetzt sagen, wenn ich mich richtig erinnere. Dieser Challenger Space Shuttle ist gestartet, der explodiert gleich nach dem Start. Also wie hat man das in der DDR mitbekommen? Was hat man sich davon erzählt? Wie hat man es in der BRD wahrgenommen? Wie erinnern sich Menschen, die vielleicht so alt sind wie ich? Also ich bin auch langsam ein alter weißer Mann, 42, vielleicht Menschen, die noch ein bisschen älter sind. Wie haben die das mitbekommen? Wissen sie noch daraus? Und daraus mache ich dann ein Geschichtsbuch, das so ein bisschen was wie Oral History, also was mir Menschen darüber erzählt haben. Aber ich kann natürlich dann auch einfügen, was steht dann in entsprechenden Medien, was haben die für Fernsehsendungen gesehen, was haben sie für Zeitungsartikel gelesen. Und daraus entsteht ein Buch. Jetzt hat sie hier geschrieben, die haben zwischen analog und digital gewählt. Ich weiß nicht, ob das passt. Und das passt hier gut, weil dieses Postdigitale natürlich heißt, ich muss nicht forciert was Digitales machen, sondern ich muss einfach in der Lage sein, wenn es sinnvoll sein sollte, das digital zu machen. Also wenn ich jetzt beispielsweise ganz viele Gespräche aufnehme und ich merke, wenn ich die jetzt abtippe, also was Schülerinnen und Schüler ja oft denken, ich mache ein kurzes Interview, das dauert dann 45 Minuten, ist gar nicht so kurz und dann beginnen Sie mal, ich tippe das jetzt mal ab für die in den Schularbeiten. Dann merken Sie, ein Gespräch von 45 Minuten abtippen, das dauert vielleicht 2 oder 3 Stunden. Und jetzt überlege ich mir, gäbe es da nicht ein Tool, das diese Transkription für mich übernehmen könnte? Ja, gibt's.
Und dann merken, okay, jetzt ist der digitale Weg der bessere als der analoge, da irgendwie vom Diktiergerät was abzutippen oder abzuschreiben, vielleicht von Hand. Das wäre so der entscheidende Punkt. Also wählen können, super, das ist genau das, was gemeint ist, aber natürlich auch lernen, richtig zu wählen und die nötigen Informationen zu haben. Verena, passt das Projekt für eine kleinere Stufe an und macht es etwas multimedialer. Also sie sagt, sie machen E-Books aus Bild- und Tonaufnahmen und ein bisschen Schrift, um zu zeigen, okay, das muss gar nicht so textlastig sein, wie vielleicht ein Buch klingt. Ich kann natürlich auch Videos in einem E-Book unterbringen, ich kann Töne unterbringen und dann kann ich vielleicht hier auch Ideen gewinnen, wie könnte denn so ein Geschichtsbuch aussehen, das dann multimedial aussieht und habe dann für jedes Fach und für jede Altersstufe die Möglichkeit, also das kann ich von der Kita, Kindergarten machen bis zum Schulabschluss, 9. Klasse, 13. Klasse, egal. Also das können alle Menschen immer machen. Ein gutes E-Book zum Thema, das sie interessiert. Und kann das natürlich dann auch sehr gut projektorientiert durchführen. Das gehe ich jetzt nicht im Detail durch. Also das wäre dann hier ein Lernprodukt, das entsteht. Was häufig benutzt wird, ist diese Book Creator App, die kann man im Browser, auf Tablets, das sieht man jetzt hier auch, auf Rechnen, man kann sogar auf dem Handy benutzen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also man sieht das jetzt hier rechts ein bisschen. Ich kann Töne hinzufügen, Texte, ich kann Bilder, Fotos einfügen und so können Kinder schon E-Books machen und das kann man mit ganz vielen Möglichkeiten erweitern. Und jetzt, wenn wir das kurz analysieren, was da passiert ist, tatsächlich, wir haben eine Umgebung, in der dieses Lernen mit digitalen Medien möglich ist und es entstehen Kompetenzen. Ich würde jetzt sagen, die Umgebung, das ist, sind, muss noch mal kurz was nachschauen. Genau, sie sind draußen unterwegs im Wald. Ich habe mich hier jetzt auf dieses Verena-Beispiel bezogen. Also sie sind vielleicht im Wald, sie machen Gespräche mit Verwandten. Das ist die Umgebung, in denen sie etwas lernen. Und das Lernen mit digitalen Medien ist diese Book Creator App. Also irgendwie aus dieser Umgebung kommt etwas in diese App. Und was sie lernen, ist Kreativität beim Erstellen eines E-Books und Kommunikation. Wie muss ich überhaupt schon mit Menschen sprechen, damit ich das dann im E-Book verwerten kann? Und wie muss ich das im E-Book darstellen, dass andere Menschen, die jetzt nicht den ganzen Prozess so wie ich gemacht haben, dass sie das auch verstehen? Das zweite Beispiel sind kollaborative Hypertexte, das Adriane Montefusco beschrieben und dokumentiert hat. Ich verlinke da unten auf alle Texte und möchte zuerst erklären, was mit Hypertexten gemeint ist und was dann kollaborativ ist. Ein Hypertext ist ein Text, bei dem einzelne Textteile verlinkt sind mit anderen Textteilen. Wir sehen das hier, der Text hat einen Einstieg und dann ist es ein Choose Your Own Adventure Text. Also ich kann von diesem Anfang hier in zwei Richtungen weitergehen. Also du stehst auf, um in die Küche zu gehen, du versuchst es noch einmal mit dem Einschlafen. Also da hat jemand Probleme beim Einschlafen und von da aus entwickelt sich dann eine Geschichte. Und jetzt sind wir da bei diesem blauen Punkt, der Saft ist alle, es gibt nur noch Milch. Und da auf der rechten Seite ist jetzt dargestellt, was da passiert und unten in blau mit den eckigen Klammern die eine Option, nämlich ich kann wieder zurück ins Zimmer und versuchen einzuschlafen. Diese Umgebung, mit der das gemacht ist, ist Twine und ich könnte da jetzt noch weitere Optionen einfügen. Also ich kann auf der rechten Seite in einer sehr übersichtlichen Programmierumgebung den Text schreiben und auf der linken Seite sehe ich, wie einzelne Teile dieses Textes miteinander verbunden sind. Ich kann Twine auch benutzen, um Anleitungen zu schreiben, um Tutorials zu machen. Ich kann eine Website damit aufstellen. Also es ist nicht nur kreative Arbeit an Texten. Also Hypertext ist nichts, was jetzt nur als Erzählung einen Wert hat, sondern fast alles, was wir im Netz brauchen, sind Hypertexte und entsprechend hat dieses Tool einen großen Wert, um da auch weitere Formen damit umsetzen zu können. Die Erzählung ist eigentlich ein Einstieg dazu. Und was jetzt hier Markus Rotenfluh in der Grundschule damit macht, ist, er lässt eine ganze Klasse oder größere Lerngruppen Texte schreiben und man sieht hier an der Wandtafel, wie das organisiert ist.
Und das hat natürlich einen starken kollaborativen Effekt, weil Schülerinnen und Schüler dann untereinander absprechen müssen, ich schreibe jetzt diesen Teil, du schreibst diesen, wie machen wir den Übergang, wie soll das weitergehen? Also da sind ganz viele Anforderungen dazu da, dass dann ein gemeinsames Produkt rauskommt, was auch so kohärent ist und funktioniert. Man sieht hier, die Umgebung ist so das Schulzimmer. Es geht darum, eine Erzählung zu machen, bei der die Leserinnen und Leser selber entscheiden können, wie die Geschichte verläuft. Man benutzt dazu ein Tool, das ist Twine und arbeitet besonders an Kompetenzen wie Kreativität und Kollaboration. Aber Twine ist jetzt ein schönes Beispiel, dass es eigentlich immer auch Techniken oder digitale Verfahren sind, die so erblühen können. Also ich lerne wie mal eine erste Umsetzung damit und Schülerinnen und Schüler können mit diesen Werkzeugen viel mächtigere Dinge tun. Also ich kann Twine fast in jedem Kontext einsetzen und so nutzen, dass es für andere sichtbar macht, was ich mache, etwas damit kommuniziert wird. Wenn ich mal verstanden habe, wie es funktioniert, dann kann ich im nächsten Durchlauf entsprechend komplexere Lernvorhaben umsetzen und weitere Kompetenzen erwerben. Und das ist ein guter Ausgangspunkt für digitale Didaktik. Also Werkzeuge, die so eine gewisse Mehrwertigkeit, Polyvalenz, ein Entwicklungspotenzial haben, dass man nicht denkt, ich habe jetzt alles damit gemacht, was sich damit machen lässt, sondern ich habe mal einen ersten Einblick erhalten, wie das funktioniert und könnte damit dann weiterarbeiten und vielleicht selber merken, okay, so könnte es auch noch gehen, das wäre auch machbar. Das ist ganz ähnlich bei der nächsten, bei der nächsten Lernumgebung, die ich vorstellen möchte. Das sind Stop-Motion-Filme. Der Film oder die Beispiele, die ich zeige, stammen von Anna Fröhlich. Sie ist Schulleiterin der Grundschule Westerburg in Nordrhein-Westfalen. Und wir schauen uns das Beispiel jetzt erstmal an und ich sage dann gleich was dazu, was hier gelernt wird oder worum es hier geht. Das ist ein Lego-Video, also das ist nicht am Rechner gemacht, sondern wirklich ausgeschnitten und hingelegt auf dem Blatt Papier. Also das sieht man hier auch. Und dann mit Fotos abgezeichnet. Und hier sind dann auch Playmobil-Figuren hingelegt bei dieser Geschichte. Da hat sich jetzt das Pferd am Bein wehgetan. Ja, geht nicht. Nützen die Karotten was? Wer hat die Karotten gegessen? Ah, mal gucken. Ja, das genügt so als ersten Anblick. Was die Umgebung jetzt hier ist, ist zunächst mal gar nichts Digitales. Man hat vielleicht einen Zirkus als inhaltliche Vorgabe, vielleicht braucht es das nicht einmal. Mal Papier, Buntstifte, Playmobil, weitere Dinge, die man benutzt, um sowas zu gestalten. Und dann kommt diese Stop-Motion-Technik, dass man sagt, ja, leg das mal hin, macht ein Foto, verschiebt das ein bisschen und dann ausprobiert und merkt, wie muss ich das total analog erstmal hinlegen, damit ich dann ein digitales Bild davon machen kann, dass ich dann einen weiteren Schritt mit anderen Bildern zusammenfügen kann zu so einem Film. Und das ist wieder etwas, was so erblühen kann, weil daraus kann ich beliebige Erklärfilme machen, ich kann kreative Videos machen mit dieser Technik, da sind ganz, ganz viele Anwendungen möglich, wenn ich mal verstanden habe, wie das Prinzip funktioniert und ich das einmal selber für mich durchgespielt habe, dann merke ich, wo weiteres Potenzial besteht für diese Technik. Ich kann das mit Greenscreens erweitern, ich kann neue Programme verwenden, ich kann Text drüber sprechen, ich kann einen Rhythmus einfügen, ich kann visuelle Scherze machen. Also es gibt ganz viel weitere Möglichkeiten, die aber jetzt schon Kindergarten, erste Klassen umsetzbar sind und dann wachsen können, wenn man wieder darauf zurückkommt. Hier müssen die Schülerinnen und Schüler kreativ sein, sie müssen oft auch zusammenarbeiten, weil sie es alleine gar nicht machen können. Jemand muss das bewegen, jemand muss es fotografieren, man muss auch sich über Kommunikation Gedanken machen. Also verstehen jetzt die Leute das schauen, was ich eigentlich sagen wollte, was wollte ich überhaupt sagen, was für eine Geschichte möchte ich erzählen, wie erzähle ich die visuell, wie erzähle ich sie vielleicht auch mit Texten, mit mündlicher Sprache. All das spielt hier zusammen und zeigt sehr schön, welche Kompetenzen hier wirklich vorliegen. Das vierte Beispiel ist haptische Informatik. Das hat sich im Modul Medien und Informatik, das in der Schweizer
Volksschule mittlerweile obligatorisch ist und eingeführt worden ist, etabliert. Haptisch heißt, man kann es anfassen und zunächst einmal ist das ein sehr schönes Projekt, das heißt Project Square. Da geht es eigentlich so um diese Teppiche, die ich dann als Lehrperson, hier sehen wir einen Workshop mit 5 Lehrerinnen, und ich kann selber diese Symbole belegen. Also ich könnte jetzt sagen, die drei Kreise, das bedeutet, gehen einen Schritt weiter. Die zwei Quadrate könnten bedeuten, dreh dich um. Die drei Quadrate könnten, schau nach links oder sowas, oder mach eine Kurve oder was auch immer. Also ich kann das selber so belegen und dann könnten Klassen mit diesen Teppichen den Boden belegen und ausprobieren, was jetzt diese Anweisungen dann wirklich auch besagen, was das macht, wenn Menschen die Anweisungen befolgen. Also dass man eigentlich sowas wie eine Programmiersprache oder einen Vorgang bei einem Algorithmus lernt, ohne dass man irgendwas an einem Bildschirm machen muss. Natürlich ist das absolut kollaborativ, weil jemand muss es ausprobieren, jemand muss einen Teppich hinlegen und man kann sehr schnell danach so Rätsel machen, dass man sagt, ja, versuch doch mal, das so hinzukriegen, dass alle Schülerinnen und Schüler dann an ihrem Platz sitzen, wenn sie diese Anweisungen befolgt haben. Dann muss ich natürlich einen sehr komplexen Teppich aufs Schulzimmer legen. Das dauert dann eine Weile, bis dieses Problem gelöst ist. Dann gibt es das auch mit einfacher Technik, das ist Calliope Mini. Das ist ihr seht das jetzt links, das ist ja dieser Stern, der kleine LED-Anzeige hat, wo so Pfeile sind, dass jetzt hier ausgegeben werden können. Es hat zwei Knöpfe, es hat einen Lautsprecher und es kann angeschlossen werden an den Rechner. Und jetzt hier ist die Aufgabe, wenn man den Knopf A drückt, dann sollte der Pfeil so rumgehen, wenn der Knopf B gedrückt wird, so rum. Das ist ein recht einfaches Problem, das man damit lösen kann. Und auf der Rückseite dieser Karte, das ist jetzt die Pädagogische Hochschule Zürich, bietet diese Karten zum Download an. Wenn man hier draufklickt, dann kommt man auch zu diesem Link und kann dann auf der Rückseite die Lösungen sehen. Ihr seht, das ist jetzt mit Scratch programmiert, also eine einfache Programmierumgebung, die man in der Grundschule lernen kann, die für Kinder gemacht ist. Und dann lerne ich, wie ich das programmieren muss, damit dann andere, wenn sie es in die Hand nehmen, diese Dinge so ausprobieren können. Und man sieht jetzt hier sehr schön dabei, das ist jetzt auch bei diesem Osobot, der jetzt ein bisschen hinter mir versteckt ist, ist es so, dass es Probleme sind, die auch wieder erblühen. Und zwar erblühen so in dem Sinne, dass es braucht vielleicht mal ein paar Karten, aber mit der Zeit werden die Schülerinnen und Schüler automatisch sagen, lass es uns doch mal so machen. Also auch bei den Stop-Motion-Filmen, ich kann mal ein paar Ideen geben und es werden automatisch neue Probleme bearbeitet, die jetzt an die ich gar nicht gedacht habe. Also hier geht es darum, dass dieser Usobot den grünen Schlüssel holt und dann die Tür öffnet, die mit dem grünen Schloss gesichert ist. Und dann würden die Schülerinnen und Schüler sofort sagen, ja, wie wäre es jetzt, wenn es mehrere Schlüssel gäbe? Er müsste ausprobieren, welches der richtige ist. Kann ich machen, dass es zufällig einer zufällig der richtige ist und ich weiß es im Vorhinein noch gar nicht. Kann ich den Schlüssel irgendwie verstecken, dass da zuerst noch ein Versteck geöffnet werden muss, was auch immer. Also ich kann das Problem dann komplexer machen und das, denke ich, kommt so wieder zu. Die Werkzeuge, die man benutzt, sollten wachsen oder blühen können und die Probleme, die gegeben werden, sollten nur mal probeweise von der Lehrkraft kommen und dann mit der Zeit auch von den Schülerinnen und Schülern gelöst werden. Also nicht so wie bei der Pyramide, wo wie klar ist, es geht um Pyramiden, sondern hier geht es darum, mit diesen Techniken auch selbstgewählte Probleme bearbeiten zu können, die dann auch den Interessen und dem Lernstand der Schülerinnen und Schüler entsprechen. Ja, wir haben das jetzt schon ein paar Mal durchgespielt. Also ich habe ein Schulzimmer mit entsprechenden Geräten, Robotern. Ich brauche dann auch noch Tablets oder Rechner, mit denen ich diese Programmierumgebung Scratch aufrufen kann. Dann lerne ich das Programmieren und kann dann kollaborativ, kommunikativ diese kleinen Probleme lösen. Ist auch noch ein letztes Projekt, das jetzt stärker fachbezogen ist. Und zwar ist es GIS im Geografieunterricht. GIS ist ein Geoinformationssystem und Marcel Engel ist ein Geografielehrer aus der Schweiz, der das beschrieben hat. Auch wieder unten findet ihr den Link darauf. Er begründet das auch, weshalb man diese Geoinformationen im Geografieunterricht benutzen sollte. Ich erwähne jetzt nicht alle Argumente, aber ich zeige vielleicht zuerst, was das dann eigentlich leisten kann.
Das ist ein Projekt aus der 6. Klasse und es ging darum, die 98 höchsten Berge der Schweiz zu finden. Und das ist ein Projekt, bei dem die ganze Klasse zusammenarbeiten muss, damit sie es dann schaffen. Und sie stellen das dann in einem Geoinformationssystem dar. Also sie benutzen es auch, um die Berge zu finden und um sie dann darzustellen. Und natürlich ist klar, das sind ganz viele geografische Kompetenzen, die da gelernt werden. Also wie lese ich eine Karte, wie stelle ich etwas auf einer Karte dar, wie identifiziere ich Objekte und so weiter. Das spielt alles eine Rolle. Dann aber auch die Form der Zusammenarbeit. Und in weiteren Projekten, die jetzt Marcel dargestellt hat, geht es dann auch darum, eigentlich Probleme zu bearbeiten, die vielleicht schon geografische Daten mit einbeziehen, aber es geht zum Beispiel darum, wo soll eine Mülldeponie stationiert werden. Und dann ist klar, dass geografische Daten sind sicher ein Argument, das eine Rolle spielt, oder ich kann ganz viele Geoinformationen rauslesen, die relevant sind. Also wie sehen die Gesteine aus, die dort sind bei der Mülldeponie, wie sind die Verkehrswege, wie viele Menschen leben da, das spielt alles eine Rolle, aber vielleicht ist es nicht die einzige Ebene, auf der das Problem verhandelt wird und das spielt dann alles mit rein. Also es ist ein Werkzeug, das zeigt, wie Profis arbeiten. Also Geoinformationssysteme ist etwas, was in der Landschaftsarchitektur, in der Verkehrsplanung und so weiter überall verwendet wird, das so ab der 5., 6. Klasse auch im Schulunterricht gebraucht werden kann. Und bei dem dann eigentlich geografische Fragen bearbeitet werden, die nicht ausschließlich geografischer Natur sein müssen, mit professionellen Mitteln. Also es ist dann so, dass man jetzt nicht mehr so mit Hilfsmitteln arbeitet, die in der Praxis einfach keine Relevanz mehr haben. Also ich habe so ein Schulbuch, wo ich dann so Aufgaben raussuchen muss. Nee, ich benutze Geoinformationssysteme, wie das die Profis auch tun. Und die Kompetenzen sind dann jetzt hier, dass ich beispielsweise Entscheidungen fällen kann, indem ich Daten mit einbeziehe. Das ist so ein ganz wesentlicher Punkt. Und das würde ich sagen, ist an diesem Beispiel sehr schön, dass es nicht nur mit Geografie zu tun hat, sondern dass ich sagen kann, das ist eine grundsätzliche Fähigkeit in einer Kultur der Digitalität, auch statistische Aussagen zu treffen, direkt Daten auszuwerten, zu visualisieren, mir das zu überlegen. Natürlich können das Menschen nicht alle, es ist sehr, sehr schwierig, möchte ich auch nicht unterkomplex darstellen, aber mindestens ein Verständnis dazu haben, was braucht es, um Daten visualisieren zu können. Und dann müssen Sie natürlich zusammenarbeiten, Sie müssen kommunizieren, auch mit geografischen Daten, mit geografischen Visualisierungen. Das waren fünf Beispiele für das, was ich unter einer digitalen Didaktik verstehe. Und jetzt gibt es dazu noch ein paar offene Fragen, die ich jetzt zum Schluss noch thematisieren möchte. Vielleicht habt ihr auch Fragen, die könnt ihr gerne stellen, da unten in den Kommentaren, auf Twitter, Facebook. Und ich werde die dann gerne auch in den Vortrag einbauen, wenn es noch welche gibt. Die erste Frage ist das kritische Denken. Das habe ich jetzt nirgends hingeschrieben, aber von dem, was ich gesagt habe, ich denke, es wird schon deutlich, dass ich das Ganze durchaus kritisch sehe, und zwar auf einer ganz grundsätzlichen Ebene. Also, dass es, wenn wir machen was mit digitalen Geräten, und dann ist die Gefahr so ein bisschen die, das ist ein Begriff, den ich von Dejan Mihailovic habe, der sagt, es gibt sowas wie Digital Washing, also Institutionen, Organisationen, Menschen, die nicht so viel mit einer Kultur der Digitalität zu tun haben, tun so, als ob das, was sie täten oder das, was sie vorantreiben, total digital ist. Also sie geben es als etwas Digitales aus, obwohl es gar nicht digital ist. Und Schule ist natürlich prädestiniert dafür, dieses Digital Washing zu betreiben, dass man sagt, da schaut mal hier diese Projektoren, die wir haben, und die Schülerinnen und Schüler benutzen tolle Tablets und das ist alles, wir sind Schule der Zukunft, aber was wir machen, ist eigentlich dieselben Aufgaben, wir berechnen dieselben Volumen von Pyramiden. Wahrscheinlich wird dann jemand sagen, dass das die Mehrzahl von Volumen nicht Volumen ist. Ich habe auch mal Latein gelernt, ich klammer das, ja, ich hätte gar nicht darauf eingehen. Gut, also, dass es um Pyramiden geht und dass das eigentlich Aufgaben sind, die es schon seit Jahrhunderten gibt und die jetzt gar nicht auf eine neue Art und Weise bearbeitet werden. Und
Dieses kritische Denken würde dann sagen, nee, halt, was machen wir denn hier eigentlich? Also warum machen wir das so? Ist das überhaupt eine sinnvolle Aufgabe? Und das schwingt überall mit, also dass das im besten Falle immer so angelegt ist, dass man sich erstens Gedanken macht, was machen wir da? Welche Werkzeuge benutzen wir? Was für Produkte stellen wir her? Wo liegt der Sinn? Dass wir aber auch uns überlegen, ist es vernünftig, dass wir uns so verhalten? Was sind die größeren Zusammenhänge? Wo sind auch Komplexitäten da, die vielleicht überdeckt werden? Also all das kritisch mit einzubeziehen ist ganz, ganz wichtig. Es ist mehr eine Frage der Haltung als der Frage der Didaktik oder der konkreten Projekte. Also ich würde sagen, didaktisch muss es immer einen Raum geben für diese kritische Reflexion von allem, dass man sagt, das ist jetzt nicht etwas, was so ein bisschen nice to have ist, sondern dass es eine Grundlage ist des Arbeitens im Unterricht, kritisches Denken. Das scheint mir so der zentrale Punkt zu sein. Und deshalb habe ich das jetzt nicht an den einzelnen Projekten festgemacht, sondern wie würde ich sagen, das kommt nicht nachher oder daneben, sondern es kommt immer als Grundlage. Das ist dort, wo ich kritisches Denken verorten würde. Wie beginnt man, wenn Lehrerinnen und Lehrer noch in einem alten Berufsverständnis, in einem alten Unterrichtsverständnis, in einem alten Schulverständnis stehen geblieben sind, die Kultur der Digitalität in ihrem Unterricht keine Rolle spielt, dann stellt sich schon die Frage, was können Sie denn so als kleinen bewältigbaren Schritt tun, weil natürlich können wir nicht von heute auf morgen Schulen und Unterricht neu erfinden, in all diesen Dimensionen. Jetzt die Beispiele, denke ich, die geben einen guten Hinweis in Richtung, mal ein Projekt durchführen, wo könnte das hingehen? Und ich biete aber wie noch einen anderen Zugang an, nämlich drei Dimensionen, wo man beginnen könnte. Das erste wäre, mal digitale Unterrichtsräume schaffen, die den Präsenzunterricht ergänzen, zu sagen, wo kann ich vielleicht Hausaufgaben, Tafelbilder, Lernmaterialien so ablegen, dass Schülerinnen und Schüler auch darauf zugreifen können, wenn sie nicht im Schulzimmer sind? Wo können sie Fragen stellen? Wo können sie Hinweise bekommen, was sie vielleicht mitnehmen sollten, was sie tun sollten, um weiterlernen zu können? Das ist der erste Punkt. Und da ist das Logo Teams, also das kann eine andere Lernplattform sein, die sich dafür anbietet. Das zweite ist, digitale Fachinhalte aus mehreren Perspektiven verstehen lernen. Also wenn ich jetzt von mir als Deutschlehrer ausgehe, wenn ich einen Text lese, dann könnte ich sagen, ja gut, es gibt aber viele digital vorliegende Texte. Jetzt lernen wir doch mal einen Tweet verstehen, einen Instagram-Kommentar, einen digital vorliegenden Zeitungsartikel, ein Video-Essay und so weiter. Ganz verschiedene Dinge, die dann so Altersstufen, also das Repertoire weitet sich dann aus, aber schon Kinder in der Primarstufe, die können zum Beispiel lernen, diese Nachrichten von diesen verschiedenen Redaktionen, die öffentliche Verkehrsmittel bespielen, wie zu sagen, was da angezeigt wird in der Straßenbahn, im Bus. Was steht da eigentlich? Was heißt das? Was nehmen wir davon mit? Wie gehen wir damit um? Das sind natürlich digital vorliegende Fachinhalte, die man dann verstehen lernen sollte. Und das gibt es in jedem Fach natürlich, dass es irgendwie einen Umgang mit Daten, Messungen, Visualisierung gibt, die digital vorliegen, mit denen man sich im Unterricht beschäftigen kann, beschäftigen sollte. Und der letzte Punkt, das ist jetzt in all diesen Beispielen herausgekommen, dass man digitale Lernprodukte herstellt, dass man sie lernt, wie man sie verbreiten kann, wie man sie reflektieren kann. Das wären so die drei Zugänge, wo ich wie sagen würde, wenn jemand noch nichts von dem macht, beginnt doch mal bei einem im nächsten Schuljahr und versucht mal da einen Schritt weiterzukommen. Können wir alle Lehrerinnen und alle Schülerinnen und Schüler mitnehmen? Im Moment wahrscheinlich noch nicht, aber wir können ein paar weiter mitnehmen. Wir können zeigen, was alles möglich ist. Wir können an Beispielen argumentieren. Wir können aber auch darauf hinweisen, dass sich jetzt halt Gesellschaft und Kultur verändert und dass das jetzt nichts Schlimmes ist, dass es nicht bedeutet, dass Pyramidenberechnungen was Schlechtes sind, dass es niemand lernen sollte, sondern dass es einfach nicht das ist, was ein zeitgemäßer Umgang mit digitalen Medien, mit den gesellschaftlichen Bedeutungen der Schule, was da eigentlich nötig ist im Moment. Aber natürlich sagen wir, es ist nicht ein Angriff, sondern es ist eine Einladung. Denk doch mal anders darüber nach. Überleg dir mal, wo könntest du einen Beitrag leisten, um einen Schritt weiterzugehen, statt einfach das zu konservieren,
was es schon gibt im Moment. Das wären so meine Gedanken gewesen. Ich hoffe, ich konnte alles aufnehmen und bedanke mich fürs Zuschauen. Das war jetzt etwas länger als sonst. Bis zum nächsten Mal.